So, meine lieben YouTube-Zuschauer, ich habe jetzt die Wasserkühlung eingebaut. Wir haben den Rechner in Betrieb genommen mit der Wasserkühlung. Es tropft nicht, es qualmt nicht, es raschelt nicht, es brennt nichts durch derzeit. Alles super. Sie ist schön kühl. Und ich habe mir schon die Mühe gemacht, den Rechner unter einem Stresstest der CPU mal zu nehmen. Und zwar habe ich einfach mal ein paar Filme gerendert damit, die auch ein bisschen länger sind, so eine halbe Stunde gingen. Und die CPU hat dann unter Volllast eine maximale Höchsttemperatur von 55 Grad. Und man muss aber dazu sagen, dass ich die Pumpe hier auf Minimum noch rennen habe. Also die ist noch lange nie hochgedreht, was die eigentlich leisten kann. Und von daher, Fazit, eine richtige Wasserkühlung hält eine CPU doch deutlich kühler wie eine All-in-One Wasserkühlung. Wie gesagt, hier habe ich 55 Grad gemessen. Und mit der All-in-One Wasserkühlung, wie sie vorher drin war, die von Intel, ist die Kerntemperatur bis 85 Grad hochgegangen. Also das sind schon deutliche Unterschiede. Und von daher kann ich jedem, der den Mut hat, sich eine Wasserkühlung einzubauen und sich da auch gewissenhaft dran macht, nur raten, so ein Ding zu verbauen. Man muss nicht gerade so eine große nehmen, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber eine Wasserkühlung, zumindest mit einem Doppelradiator und 240er für die CPU, gerade beim Übertakten, finde ich, ist einfach ein Must-Have. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Highspeed.